Verstopfung, Obstipation. Verstopfung, Obstipation. Die Häufigkeit des Stuhlgangs ist individuell verschieden und von vielen Faktoren abhängig, unter anderem von Alter und Ernährung. Stuhlgang dreimal am Tag ist genauso normal wie einmal alle drei Tage. Bei Kind variiert sie zwischen mehrfach täglich beim vollgestillten Säugling bis zu einmal wöchentlich. Beim älteren Kind liegt sie bei mehrfach täglich bis zu dreimal wöchentlich, wie beim Erwachsenen. Von Verstopfung, Obstipation, spricht man erst bei weniger als drei Stuhlgängen pro Woche. Wenn es also zu selten zu einer Stuhlentleerung kommt oder diese unvollständig erfolgt. Bei zu seltener Stuhlentleerung wird der Nahrungsbrei durch Wasserentzug immer mehr eingedickt und der Stuhl wird hart und trocken. Dies kann zu Völlegefühl, Bauchschmerzen oder Blähungen führen. Ursachen von Verstopfung: eine einseitige Ernährung, die zu wenig Ballaststoffe enthält, eine zu geringe Flüssigkeitsaufnahme, Bewegungsarmut, Hektik, Stress oder seelische Belastungen, Ernährungsumstellung während oder nach einer Reise, Abführmittel, Missbrauch, Arzneimittel, zum Beispiel Eisenpräparate, einige Antidepressiva, Schmerzmittel, Schwangerschaft, bestimmte Erkrankungen, zum Beispiel Diabetes mellitus Behandlung, Ballaststoffe gegen Verstopfung. Wenn der Darm träge wird, kann in vielen Fällen durch eine ballaststoffreiche Kost, eine ausreichende Trinkmenge und tägliche Bewegung Abhilfe geschaffen werden. Stellen Sie Ihre Ernährung schrittweise auf eine ballaststoffreiche Kost mit Mint. Ballaststoffen pro Tag um. Die Umstellung sollte langsam über mehrere Tage bzw. Wochen erfolgen, damit sich Ihr Darm an die neue Situation gewöhnen kann. Zu Anfang wird er vielleicht mit Blähungen und Missempfindungen reagieren. Diese Begleiteffekte verschwinden aber in der Regel nach einer Eingewöhnungszeit von ca. 1 bis 2 Wochen. Steigern Sie den Verzehr von Vollkornbrot, 200 g/Tag, vorzugsweise aus fein gemahlenem Vollkornmehl. Ersetzen Sie beim Backen nach und nach Weißmehl durch Vollkornmehl. Steigern Sie den Verzehr sonstiger Vollkornprodukte, ungeschälter Reis, Vollkornnudeln. Essen Sie zum Frühstück oder zwischendurch Cerealien auf Vollkornbasis, 50 g/Tag. Essen Sie häufiger Obst und Gemüse. Versuchen Sie dabei den Empfehlungen, 2 Portionen Obst und 3 Portionen Gemüse pro Tag zu folgen. Essen Sie öfter Gerichte mit Hülsenfrüchten.
Essen Sie zwischendurch ein geweichtes Backobst. Bei Bedarf können Sie dieses fein pürieren. Hilfreich können auch reine Ballaststoffzulagen sein, Z. Weizen- oder Haferkleie und Leinsamenschrot. Denken Sie daran, ausreichend zu trinken, D. Mindestens 1,5 Liter pro Tag. Ballaststoffe können ihre Funktion nur ausüben, wenn ausreichend Flüssigkeit vorhanden ist.